Moin Leute, euer Bammert wieder am Bambus und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das Nose-Off mit euch abspeichern könnt. Aber vor mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich auf was die krassesten Glitches in GTA. Aber ich würde sagen, fangen wir auch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch überhaupt? Für diesen Glitch braucht ihr einen markierten Job. Den Job könnt ihr euch einfach über Social Club markieren. Den Job-Link findet ihr in den Kommentaren /Videobeschreibung. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein ganz bestimmtes Ausrüstungsteil, nämlich einen LCD-Kopfhörer. Den LCD-Kopfhörer könnt ihr einfach bei Abonation kaufen. Und zu guter Letzt braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze? Sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Denn wir müssen erstmal schauen, wer diesen Job startet. Denn wenn wir mal auf diesen Job drauf gehen, werdet ihr sehen, dass der Hoster die Police-Variante bekommt und nur der den Job beitritt und nicht der Hoster ist, kriegt auch das Nose-Outfit. Das bedeutet in diesem Fall, da wir das Nose-Outfit haben wollen, muss jetzt unser Freund diesen Job starten. Sprich, unser Freund startet gerade den Job und lädt uns jetzt in den Job ein. Sind wir jetzt in den Job drinne, startet euer Freund den Job einfach. So, seid jetzt im Job gespawnt und habt jetzt auch das Outfit an, was ihr gerne haben möchtet. Dann öffnet ihr jetzt das Interaktionsmenü, geht ihr hier auf Stil, geht auf Accessoires, geht dann auf Ausrüstung und ihr drückt bei Ausrüstung nur einmal die linke Pfeiltaste, dass der LCD-Kopfhörer ausgewählt ist. Habt ihr das gemacht, werdet ihr merken, dass die Sturmhaube verschwunden ist beim Gesicht vom Charakter, aber das Outfit generell noch da ist natürlich. So, ist jetzt der LCD-Kopfhörer jetzt ausgewählt, schließt das Interaktionsmenü, öffnet Sunny, geht auf Jobmenü, drückt Viereck und drückt Ja zum Job verlassen. Denn ihr werdet kurze Zeit später danach natürlich in GTA Online spawnen und ihr werdet merken, boom, ihr habt noch das Outfit. Wie geil ist das denn? Aber das Outfit ist natürlich an dieser Stelle noch nicht abgespeichert. Das bedeutet, ihr müsst jetzt zum Klamottengeschäft oder zum Waffenladen oder zum Apartment, um das Ganze einfach abzuspeichern. In meinem Fall bin ich jetzt hier einfach zur Ammunition gefahren, da es hier einfach am nächsten war. Und Leute, was euch sagen, das war's schon. Das war schon der ganze Glitch zum Nose-Outfit, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Mega einfach, oder? Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bammert. Ciao.